So, hallo meine Lieben, ich begrüße euch natürlich ganz, ganz herzlich. Schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid. Ja, ich möchte natürlich jetzt mal für euch in den April reingucken, was da so bei euch los ist, was ich euch mitteilen soll, wie es bei euch aussieht. Ich habe mir schon einige Kartendecks hier rausgesucht, die ich auf jeden Fall wieder mit reinnehme. Das sind die üblichen Verdächtigen, die nehme ich ja immer mit rein, so als Gesamtüberblick. Die Botschaften, die ziehe ich auch gleich alle vor. Für euch. Ja, alle Neuen unter euch begrüße ich natürlich auch ganz, ganz herzlich. Abonniert den Kanal. Vergesst nicht, das kleine Glöckchen zu drücken, damit ihr über neue Videos auch informiert werdet. Kanal ist für euch völlig kostenlos. Ihr könnt aber auch, wenn ihr spezielle Fragen habt, ein Problem zu bearbeiten habt, mich gerne über meine Webseite kontaktieren. Ihr könnt Legungen buchen. Wird auch sehr rege genutzt von euch. Ich habe jetzt soweit alle wieder abgearbeitet. Momentan, ich weiß gar nicht, ich müsste mal gucken, wie lange das Angebot 10 Minuten 10 Euro noch läuft. Es ist auch gut angenommen worden von euch. Irgendwann endet das aber, glaube ich. Ich glaube, jetzt zum Ende des Monats endet das, glaube ich. Also, wenn ihr da noch Bedarf habt, dann bucht das noch. Was wollte ich noch sagen? Ja, Krafttiere habe ich diesmal mir überlegt, Seelenorakel ist dabei, schamanische Traumorakel nehme ich natürlich mit rein, die Energy Cards nehme ich mit rein, Weisheitskarten der Seele und ein Krafttier für euch. Die Legung selber werde ich gucken mit Lenormand, Sanssouci und mit den Secret Cards. Die Akasha Chronik nehme ich natürlich für euch auch eine Karte mit rein. Das hier fassen wir aber auch gleich als Gesamtbotschaft, sage ich mal, für euch oder fasse ich dann für euch zusammen. Für jedes Sternzeichen ziehe ich das immer extra. Ich mache das meistens im Vorwege, weil dann sonst würden praktisch die Videos für euch, sage ich mal, auch viel zu lange dauern. Deswegen will ich mich jetzt auch gar nicht so lange damit aufhalten. Wir starten gleich als erstes mit dem Horoskopteil. Und ja, wo ich euch noch ein paar wichtige Daten erzähle, was praktisch im April für euch los ist, ob da kritische oder hektische Phasen irgendwie gibt oder schöne Phasen gibt. In Liebe, Finanzen, Beruf, Gesundheit, alles was damit zu tun hat, für diejenigen auch eben, wie gesagt, die es noch nicht kennen, mache ich das eigentlich immer mit. Ich habe da ein spezielles, ich bin keine Astrologin oder so, sondern ich beziehe meine Information von der Antonia Lansdorf. Da habe ich mir das Buch bestellt. Das hatte ich letztes Jahr jetzt auch schon gemacht. Und wo jedes einzelne Sternzeichen ja relativ ausführlich von erklärt ist, könnt ihr natürlich auch beziehen. Sie hat auch eine eigene Webseite bzw. auch einen YouTube-Kanal, weil da könnt ihr gerne vorbeigucken. Kann ich nur wärmstens empfehlen. Ich gucke da auch im Zwischendurch rein, wie gesagt, weil ich keine Astrologin bin. Ich kenne mich ansonsten soweit ganz gut mit den Sternzeichen aus. Aber wie gesagt, man kann ja auch und will, ich will ja auch nicht alles machen. Das überlasse ich dann anderen das Feld. Und ja, das einmal dazu. Und dann würde ich sagen, ich wünsche euch viel Spaß bei euren Sternzeichen. Schaut auch nochmal euren Aszendenten an, auch sehr, sehr wichtig. Und oder Mondzeichen, ne? Venus, alles was für euch vielleicht wichtig erscheint, schaut da sonst gerne noch mal mit rein. Und ja, und ansonsten sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich, meine Lieben. So, hallo meine lieben Fische und Fische Aszendenten. Ja, wunderbar, dass ihr auch wieder mit dabei seid. Wie angekündigt, gucke ich jetzt als erstes bei euch in den Horoskopteil rein. Liebe und Beziehung für den April, ist da was Erwähnenswertes dabei? Das ist, wäre denn besonderes kritisch oder Highlight? Nee, da ist nichts. Karriere und Finanzen. Bis zum 6. April, also 31.3. bis 6. April, eine schöne Phase, eine gute Zeit, um finanzielle Partner der Vergangenheit wieder finanzielle Patzer aus der Vergangenheit wieder auszubügeln. Vielleicht lässt sich sogar eine schlechte Vereinbarung rückgängig machen. Auch lohnt es sich, Abos oder auch Verträge zu kündigen, die sich als überflüssig herausgestellt haben. Wer mag, kann jetzt auch seine Versicherung durchgehen und schauen, ob ein anderer Anbieter nicht bessere Leistungen zu günstigeren Konditionen offeriert.
So, Gesundheit und Vitalität haben wir eine kritische Phase vom 15. April dann wirklich bis fast Ende Mai. Vor allem während des direkten Zusammenstoßes von Mars und Neptun. Mitte Mai kann die Gefahr von Infekten und Allergien erhöht sein. Achtet sehr auf eure Umgebung, plant gut, dass ihr stets vorbereitet seid. Das kann sogar Dinge wie ein Clubbesuch oder auch eine sehr laute Party betreffen, wenn ihr empfindliche Ohren habt und eure Ohrstöpseln vergesst. Seid aufmerksam, vorsichtig bei der Einnahme von bzw. der richtigen Dosierung von Medikamenten oder wenn ihr es in dieser Zeit mit Alkohol oder auch Süßen etwas übertreibt. Vor allem, falls ihr zu Suchtverhalten neigt, meine Lieben. Ja, wunderbar, ne? Das war's dann erstmal für euch und wir sehen uns gleich direkt bei eurer Legung dann wieder. Bis gleich, meine Lieben. So, hallo meine lieben Fische und Fische-Aszendenten. Ich beuge mich mal jetzt so ein bisschen rüber. Ja, wir wollen jetzt mal bei, oder ich will mal jetzt bei euch eben kurz reingucken, was bei euch so im April los ist. Ich habe schon ein paar Karten vorgezogen. Das ziehe ich jetzt quasi als, ja, allgemein ist es ja sowieso, wisst ihr ja. Und aber es ist, sind Botschaften im Grunde genommen anders, komplette Sternzeichen oder eben euren Aszendenten. Die andere Legung, das machen wir jetzt gleich dann zusammen. Das mache ich mit euch zusammen. Die lege ich live. Und wir wollen aber jetzt schon mal gucken, wo es im Großen und Ganzen im April für euch geht. Ich lege die Karten mal aus. Wir haben hier einmal das Andenkreuz. Wir haben den Beobachter, das Feld der Träume. Wir haben das gebrochene Herz. Krafttier für euch ist der Otter. Und von der Akasha-Chronik haben wir den Engel des Wohlstands. Das ist ja eine gute Mischung hier. Also kommen wir mal zum Andenkreuz und zum Beobachter. Das Andenkreuz, da geht es darum, neue Wege zu gehen. Weisheiten, du sollst aufhören, sag ich mal, dir auf alles einen Reim machen zu müssen und hier diese Beobachterrolle jetzt mal einnehmen, dieses Machen und Tun und ja, dir deine Gedanken machen und wie soll man das sagen, dieses Innehalten einfach mal. Tief durchatmen, Abstand gewinnen, die Welt einfach mal ihren Lauf lassen, nicht eingreifen, alles, was du dir womöglich gedanklich schon zurechtgelegt hast und was du alles machen willst und was du noch alles organisieren willst und so weiter, das bitte erstmal für dich behalten. Es warten hier neue Wege, aber du sollst jetzt erstmal, was dein Leben angeht, die Beobachterrolle einnehmen. Steht hier. Dann haben wir hier das Feld der Träume. Ja, bei dem Feld der Träume geht es auch eben darum, ja, natürlich hast du hier noch Wünsche und du hast das auch alles schon wunderbar durchgeplant und aber in letzter Zeit war so viel Stress. Das kann arbeitsmäßig sein, das kann familiär einfach gewesen sein, dass ihr viel um die Ohren hattet und was am Machen und am Tun und ja, ihr vergesst euch eben auch manchmal selber. Ihr seid dann das Werkzeug eurer Gedanken, eurer, ja, wie so ein Fisch im Wasser, überall dazwischen und das Zepter in der Hand und so wird das jetzt gemacht. Und aber hier geht es im Grunde genommen auch um, ich muss mal eben kurz ins Buch reingucken, ich finde jetzt gerade das richtige Wort nicht dafür, ich sag euch das gleich. Mit deinen Gedanken, Träume und Überzeugungen aktivierst du jederzeit die ganze Fülle von deinem Potenzial. Du sollst ja auch im Klaren über deine Gedanken werden. Das hatten wir eben hier, diesen Abstand gewinnen. Den Beobachter spielen. Was passiert um dich herum? Das heißt, du sollst dich erstmal zurücknehmen, deine Gedanken für dich, ne? Bestätigt mich hier auch da drinne. Dein Fokus liegt auf deinem bestmöglichen Leben, ungeachtet der äußeren Bedingungen, die ihm durch die Welt, ihren eigenen Plan folgen, gegenwärtig noch vorgegeben sind. Du hast einen Korb voll kräftiger Samen gesät, denn deine Begabungen
sind vom Göttlichen inspiriert und bringen die reiche Ernte ein, die du mit anderen teilen sollst. Genau. Was du siehst, wirst du ernten. Hege kühne, wunderbare Träume, das darfst du, aber du sollst sie noch nicht aussprechen, sondern du sollst erstmal etwas Abstand zu dem gewinnen, was bisher gewesen ist. Vielleicht haben wir hier auch, wir haben hier ein gebrochenes Herz, Trauer oder irgendein Verlust, der stattgefunden hat. Ein gebrochenes Herz. Ich will nochmal auf diese nochmal eine zweite Karte ziehen. Mal gucken, ob ich dem dann näher komme. Die Sonne. Also, ich glaube, es geht hier einfach darum, weil die Sonne hat, ist Kreativität und neues Leben, Frühjahr, Sommer. Dieses gebrochene Herz oder wenn euch jemand wehgetan hat oder ihr von jemandem enttäuscht worden seid oder ne, gebrochenes Herz kann ja alles Mögliche sein, dann kann ich euch jetzt schon mal sagen, das hat hier auch mit dem Beobachter zu tun, dass ihr euch immer mit anderen Sachen beschäftigt habt, aber dass das nie in Heilung gehen konnte, sage ich mal. Und durch dieses Zurücknehmen, was ihr jetzt machen sollt, wird dieses gebrochene Herz jetzt heilen. Eure Originalität kommt wieder durch. Das ist der Otter, der kleine Süße hier. Der ist originell und erfinderisch. Du kannst dein Leben umgestalten, probiere neue Wege aus. Du hast alle Möglichkeiten. Das sagt mir auch so ein bisschen hier, dieses, wie gesagt, neue Wege, also etwas neu machen. Und du musst dir nicht auf alles und jedes in deinem Leben einen Reim machen. Und deswegen auch diese Beobachterstelle jetzt erstmal einnehmen. Guck lieber erstmal zu. Und von der Akasha-Chronik ist ja hier gefallen, der Engel des Wohlstands. Lege deine alten Vorstellungen von Wohlstand ab und lebe die Liebe. Die Liebe zu allen Dingen. Ne? Nicht immer noch mehr Geld und was können wir hier noch machen und da noch machen. Ihr Fische seid da ja sehr kreativ, was das angeht. Drücken wir es mal so aus, wenn ihr die Möglichkeit dazu bekommt. Das ist ja hier schon mal sehr, sehr interessant. Jetzt wollen wir mal gucken, auf was sich das jetzt hier so ein bisschen bezieht oder was sich hier jetzt noch zeigen will. Für euch in der allgemeinen Legung, liebes Universum, für die Fische, was soll ich Ihnen mitteilen? Worum geht es bei Ihnen? Was soll geklärt werden? Was ist wichtig und erwähnenswert? Hier haben wir wieder die neuen Wege. Hier haben wir den Herrn. Also das könnt ihr selber sein. Oder der Mann in eurem Leben. Dass hier neue Wege gegangen wird. Genau, hier haben wir nämlich den Fuchs. Das hat mit diesem gebrochenen Herzen hier was zu tun. Da ist nicht das gelaufen oder es ist nicht so gelaufen, sag ich mal. Ja, ihr seid da betrogen worden. Hier sind euch Lügen aufgetischt worden. Hier ist listig vorgegangen. Aber es ist von oben beschützt. Und genau das sehe ich hier auch. Hier habe ich das Herz, was dann heilt. Auch wenn ihr erstmal alleine dasteht oder ein, ja, wenn da erstmal was für euch zusammengebrochen ist, sage ich jetzt mal. Und hier bekommt ihr aber ein Geschenk. Das ist also sehr, sehr, das geht in Heilung, so wie ich das vorhin schon gesagt habe. Das heißt auch, der Turm heißt auch, ihr müsst diesen Schritt wagen über diesen Teich. Lasst mal das gebrochene Herz, je nachdem, auch wenn er das gemacht hat, es kann auch sie stellvertretend auch sein. Aber da ist einiges falsch gelaufen in dieser Beziehung. Und jetzt geht es darum, sag ich mal, wieder dieses Vertrauen eben auch zu haben auf das Universum, dass dieses gebrochene Herz, und hier haben wir ja auch die Sonne, wieder heilen darf. Und dass ihr mit Liebe und mit Verständnis auch wieder weiter voranschreiten dürft, also weitermachen dürft. Das ist sehr schön. Und das wird in dem Sinne passieren, dass ihr neue Wege geht, neue Einsichten bekommt. Deswegen auch diese Beobachter. Abstand gewinnen. Abstand ist das Zauberwort. So, jetzt will ich von den Sanssouci-Cards hier nochmal Ergänzungen bitte haben. Das süße Gift ist hier gefallen. Ich hole das nochmal über die Kerze. Was können die Sanssouci-Cards mir dazu noch sagen? Mal gucken, was jetzt hier so fällt. Und die Secret-Cards befragen wir da auch gleich nochmal. Jetzt hier einmal durch.
gucken, was da alles noch so fällt. So, das war's auch. Okay. So, was haben wir denn hier noch? Weltuntergangsschämung, Gefrierschock. Ja, süßes Kind, nicht, ihr konntet da nicht widerstehen. Das muss eine Situation gewesen sein, wo das so ein toller Mann, so eine tolle Frau und ihr konntet einfach nicht widerstehen. Habt euch da mehr vorgestellt, so kommt es mir hier auch rein. Ihr wurde eine schicksalhafte Entscheidung jetzt eben auch getroffen. Ihr seid da sehr enttäuscht worden, deswegen dieses gebrochene Herz in dieser, das hat irgendetwas mit einer Beziehung, mit einem Mann, Frau zu tun. Ihr seid da bewusst ein Risiko eingegangen und habt euch mehr versprochen, als letzten Endes nachher dabei rausgekommen ist, um es jetzt mal milde zu sagen. Das hat bei euch so eine Krise ausgelöst. Und hier geht es jetzt auch darum, sag ich mal, Überprüfung von den Grundwerten, von Prinzipien. Deswegen auch dieses Zurücknehmen erstmal und sich die Sache angucken von außen, ohne jetzt großartig für euch irgendwelche, euch zu verurteilen oder sich da versuchen, einen Reim eben draus zu machen. Es war, ihr seid ein Risiko eingegangen, das steht hier ganz, seid enttäuscht worden. Es ist nicht dabei das rausgekommen, was ihr gedacht habt, sondern ja, ein Mensch, der vielleicht euch auch etwas vorgemacht hat. Ihr hattet hier echte Gefühle, das sagt mir die Rapunzel hier. Ihr habt euch selber auch gesehen wie eine Rapunzel, sag ich mal, im Turm. Der Prinz kommt vorbei und rettet euch. Ihr seid vielleicht auch ein bisschen nach dem Aussehen gegangen oder irgendetwas hat euch an der Mann, an dem Mann oder an der Frau, sag ich mal, gefallen. Ja, und ihr seid bewusst dieses Risiko eingegangen und dann hat das Schicksal zugeschlagen. Hier wurde jetzt eine Entscheidung getroffen. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass ihr euch getrennt habt, dass ihr jetzt hier definitiv neue Wege geht oder ihr werdet euch trennen. Das ist eine gewisse Endgültigkeit hier. Alles ist möglich. Hilfe bekommt ihr in letzter Minute. Die Münze des Untergangs sagt mir das auch nochmal. Geldverlust, Untergang, also ja, die sagen wir das mal so, die Beziehung ist zum Scheitern verurteilt. Ich bringe es jetzt einfach mal auf den Punkt. Und da geht es aber hier darum, dass ihr hier Hilfe bekommt. Hier ist nochmal die finanzielle Hilfe bekommt, beziehungsweise jemand ist euch gegenüber großzügig und er hilft euch. Und in kleinen Schritten, kleine Schritte machen, nicht große Schritte, deswegen diese Beobachtersituation. Ihr müsst erstmal wieder Herr eurer Gedanken und Gefühle werden. Ich drücke das jetzt mal so aus. Die Karten ist ja immer nur so eine Botschaft, sag ich mal. Ich gucke jetzt nochmal die Sources, die Cards, was sagen die noch mit dazu? Ja, Trost finden, genau, da haben wir es. Trost finden, Gott, Engel, auf das Universum vertrauen, dass alles wieder gut wird. In einer Beziehung sind immer zwei beteiligt. Ihr habt euch da mehr von versprochen. Ich kann das auch verstehen. Ihr seid da mit Enthusiasmus und so, ne, Resonanz. Hier geht es auch um Schwingungen, Ernten, was man sieht. Ihr seid dieses Risiko einfach, weil ihr nicht widerstehen konntet. Irgend so eine Situation muss das sein. Schreibt mir das gerne mal rein. Das würde mich interessieren. Aber das geht hier um eine Beziehung. Entweder eine kurze Beziehung. Ich glaube nicht, dass es eine lange Beziehung war, sondern ihr habt da jemanden kennengelernt, dem konntet ihr nicht widerstehen oder sie. Sah gut aus, alles Friede, Freude, Eierkuchen und ihr habt euch da wesentlich mehr von versprochen. Ihr seid mit echten Gefühlen daran gegangen, seid enttäuscht worden und jetzt ist das Finale erreicht. Das heißt, diese Beziehung ist dem Untergang geweiht. Aber ihr werdet diesen Herzschmerz überwinden, mit Herzlichkeit, mit dem sich zurücknehmen, sag ich mal, erstmal darüber nachdenken, ne? Diesen Schritt zu wagen. Es geht weiter. Was mich nicht umbringt, macht mich stärker. Was haben wir hier noch? Genau, Liebe, etwas beschützen.
Verbundenheit, Anerkennung. Erkennt euch selber an. Ihr seid mit mehr Liebe da reingegangen, als das zurückgekommen ist. So kommt es mir hier vor. Struktur und Ordnung muss hier wieder reingebracht werden mit Disziplin. Vielleicht kommt er oder sie auch euch mit Gefühlskälte entgegen, wehrt euch ab. Das hat euch schon ziemlich stark getroffen hier. Also das kann ich auf jeden Fall sehen. Aber ihr werdet hier in irgendeiner Weise, es kann ein guter Freund sein, es kann auch von einem Mann sein, bekommt ihr hier oder auch einer Frau Wohlwollen, Verständnis, Harmonie, die wird euch auch dabei helfen oder er wird euch dabei helfen, sag ich mal, großzügig, dass ihr über diese Sache hinwegkommt. Und das werdet ihr auf jeden Fall schaffen. Aber es hat euch schon ziemlich getroffen, für diejenigen unter euch, die es betrifft. Schreibt mir das bitte gerne mal in die Kommentare rein, würde mich mal interessieren. Aber wie gesagt, ordnet euer Leben erstmal wieder. Nehmt die Beobachterposition nicht so übergehen, sondern ihr müsst es schon bearbeiten. Hier sind noch Träume, das kommt auch wieder, die Sonne kommt hier wieder, das Leben geht weiter, die Herzlichkeit kommt, es ist von oben geschützt, da wurde eventuell auch von oben eingegriffen, vielleicht ist da irgendwas zutage gekommen, wo ihr vorher gar nicht mit gerechnet habt und seid eben dahinter gekommen, dass hier so einiges falsch gelaufen ist. Und ihr geht jetzt definitiv neue Wege und hier bekommt ihr aber auch ein Geschenk. Vielleicht durch jemanden, durch einen guten Freund oder irgendetwas, kann auch eine ältere Person sein, die euch dabei, sag ich mal, so ein bisschen Schützenhilfe gibt. Also mit der ihr drüber sprechen könnt, um da wieder auf Normallevel zu kommen. Drücken wir es mal so aus. Ja, meine Lieben, das war es erstmal soweit von euch. Wie gesagt, schreibt mir das gerne mal in die Kommentare rein. Würde mich interessieren, was die Karten mir, ob ich mir das so richtig hier zusammengereimt habe, was hier los ist. Und lege diese Vorstellungen, eben diese alten Vorstellungen von Wohlstand ab. Vielleicht zeigt der oder die sich auch entsprechend, ne? Hier so. Und wichtig ist ja, dass man in der Partnerschaft miteinander auskommt und nicht wie viel Geld er hat oder wie viele tolle Autos er fährt oder sie oder... Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ich brauche mich da nicht zu wiederholen. Dafür haben wir momentan... ist bei uns in der Welt genug los, drücken wir es mal so aus. Ja, meine Lieben, dann würde ich sagen, ihr kriegt das hier hin, ihr kriegt hier Hilfe. Da werdet ihr aber jetzt, wie gesagt, nächsten Monat auch ein bisschen dran zu knacken haben. Eventuell auch mit finanziell ein bisschen aufpassen. Das hat auch anscheinend irgendetwas damit zu tun. Aber es ist definitiv endgültig. Also diese Beziehung wird auseinandergehen. Da wird man sich trennen. Man wird Lebenserfahrung, sag ich mal, mitnehmen und es gibt kein Zurück mehr, was das angeht. Und dann schreitet ihr weiter zu neuen Ufern. Drücke ich das mal so aus. Meine Lieben, ich wünsche euch was. Bis dann, eure Prinzessin der Kelche.